Dann, meine lieben Zuschauer, möchte ich Sie Ihnen nochmals begrüßen, ganz herzlich hier am Freitag, 10. Februar, heute mit der Beschau von Saisonalitäten, mit der Beschau hier von Möglichkeiten, die sich hier anhand von saisonalen Setups ergeben. Und da möchte ich ein Stück weit ins Thema einsteigen und Ihnen hier sukzessive mal die Grundthematik darstellen, erläutern und dann aber auch auf Software-Tools eingehen, die ich nutze, um auch bei Interesse hier natürlich darauf aufbauend das ein oder andere Gimmick in die Area zu streuen. Es hängt natürlich auch ganz von Ihnen und Ihrem Interesse ab, aber grundsätzlich sehe ich ja, dass das Interesse aufgrund des weiterhin sich füllenden Raums wahrscheinlich sehr hoch ist. Und das ist definitiv hier ein Thema, dem man sich zuwenden sollte, zuwenden muss, denn saisonales Trading kann eine Ergänzung durchaus interessanter Natur für Sie sein, ist jetzt nicht zwingend im Intraday-Bereich unbedingt nur primär anzusiedeln, sondern eben auch facettenreich mit anderen Tools zu kombinieren, aber das wollen wir uns jetzt sukzessive eben mal erarbeiten. Kleiner Blick mal hier auf den Seasonal Bull, welchen ich nutze. Ist hier eine Kooperation heraus entstanden aus, das wird der ein oder andere vielleicht auch kennen, hatten wir auch ein Webinar dazu im Januar zur FTSE-Vektorlogik. Ganz interessantes Thema, leitet sich ja auch so ein Stück weit anhand der Saisonalität ab und das, wie gesagt, wollen wir heute uns nochmal zunächst mit ein paar Slides erarbeiten, um dann eben auf die Software und auch möglichen Chancen, die hier vorausliegen, uns zu widmen. Schauen wir, wie gesagt, mal ins Thema. Bei Fragen, ihr habt es genau den Weg schon gefunden, die Chatbox, immer wieder das Mittel der ersten Wahl, wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt oder ihr irgendwas an Fragen habt. Gut. Statistisches Trendtrading bietet Vorteile statistisch deshalb, weil wir eben aufgrund von saisonalen Wiederholungsmustern uns sozusagen eine Wahrscheinlichkeit erarbeiten, eine Möglichkeit erarbeiten, hier einen gewissen Vorteil zu erhaschen, buchstäblich. Und insofern bedient man sich beim saisonalen Trading, was ja auch nicht ungewöhnlich ist an den Finanzmärkten, eben hier einem buchstäblichen Zahlensalat, ja, oder auch Zahlungsströmen. Letztlich alles Zahlen und diese wandelt die Börse nach Angebot und Nachfrage wiederum in Kursmuster um und das wiederum gibt uns durchaus die Möglichkeit diverser Auswertungen und das macht es eben auch so spannend im Sinne des Seasonal Tradings. Gut, fahren wir fort, denn wie gesagt, wir haben gar nicht so viel Zeit und das Thema ist umfangreich. Mit wem haben Sie es zu tun? Sie haben es bei der Anmeldung wahrscheinlich eh schon gesehen. Chris Kammerer, Head of German Speaking Markets und selber am FX-Markt auch aktiv. Bin, wie gesagt, schon relativ lange in der Branche, habe mir den Forex-Markt selbst im Jahr 2007 sozusagen verinnerlicht, damals noch in den USA, einen Broker gehabt, 2008 dann Gründung Research Unternehmung und habe dann aber sukzessive eben hier den Weg zu JFD gefunden, weil auch der CEO Lars im Jahr 2008, 2009 hier wir unseren Kontakt fanden und uns von vornherein sympathisch waren. Wir wussten, dass wir irgendwann mal was zusammen machen müssen und es kam, wie es kommen musste. Wir haben uns gefunden und er hat auch das einzig Logische gemacht, aufgrund seines eigenen Tradings basierend eben hier den Broker gegründet, der vieles anders macht, vieles besser macht, um eben auch hier gerade Maßstäbe in der Branche zu markieren. Und das wird sie besser als ich wahrscheinlich auch wahrgenommen haben schon, auch aufgrund der jüngsten Eskapaden in Übersee, in Sachen Dealing Desk, Inhouse-Handel, Schrägstrich Kunden. Beschiss auf gut Deutsch, meine lieben Leute, das ist tatsächlich das, was hier vielerorts stattfindet und auch stattfand. Und wenn die Finanzbehörden da eben drauf kommen, dann gibt es auch hier mal mit der ganz groben Kelle, was auch richtig ist. JFD Brokers hierbei mit reiner Weste versehen und so wird es auch bleiben, da wir hier, wie gesagt, keine Preismanipulation und Ähnliches machen. Und um Ihnen natürlich neben dem richtigen Broker in Sachen Zugang zum Markt auch die Möglichkeiten zu geben, wie Sie besser werden können, haben wir im weiteren Jahresverlauf noch einige Highlights in Sachen Trading Support, so will ich es mal nennen. Das Highlight heute, wie gesagt, Saisonalitäten und wie Sie die nutzen können, schauen wir uns gleich an. Überdies auch die Info, dass es sich hier natürlich auch um viele Aktien handelt und die bilden wir aktuell mit CFDs bei uns nach, aber der ein oder andere wird es auch schon wissen, wir führen auch die Real Assets ein, also mit dem Launch des MetaTrader 5 wird auch hier der reale Aktienhandel und auch Future-Handel für Sie zugänglich sein und das dürfen Sie schon mal merken, der Launch des Ganzen wird in den nächsten Wochen in Q1 auf jeden Fall vollzogen und da dürfen Sie sich mal darauf freuen, dass Sie dann praktisch hier
neben Forex und CFDs und auch ETFs eben dann hier den scharfen Markt in Sachen von Aktien und Futures handeln können. Auf jeden Fall ein Riesenthema. Und insofern jetzt zum eigentlichen Thema. Saisonales statistisches Trading liefert Vorteile. Warum? Das ist die Frage, aber das können Sie sich so ein Stück weit wahrscheinlich auch schon erarbeiten, da wir, wie gesagt, mit der Wahrscheinlichkeit einer Wiederholung arbeiten, eines Wiederholungseffekts. Und das ist genau der Punkt, der uns hier eben den Vorteil liefert. Und jetzt gehen wir mal zur Agenda. Hier hinten sehen Sie noch die Kombination dessen mit Fuzzy-Vektorlogik. Dafür werden wir heute keine Zeit haben. Hier geht es heute prima eben um die saisonalen Tendenzen, statistischen Tendenzen und ihre Mächte. Und den Ursprung möchte ich Ihnen mal so ein Stück weit näher bringen. Also was wir hier sozusagen als Urschleimmasse des Ganzen sehen, beziehungsweise auch wie ich selbst dazu gekommen bin. Und insofern wollen wir starten. Aber erlauben Sie mir den kleinen Einstieg der Frage, bevor wir hier konkret werden. Ja, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Was können Sie sich unter saisonalen Tendenzen vorstellen? Also was ist damit möglich? Der ein oder andere wird aufgrund des Devisenradars oder auch diverse andere Webinare hier schon Input haben. Für den einen oder anderen von Ihnen ist es vielleicht Neuland, wie dem auch sei. Scheuen Sie sich nicht, hier Fragen zu stellen, beziehungsweise die Frage vielmehr zu beantworten. Was können Sie sich darunter vorstellen? Einfach mal ins Blaue hinein. Ich warte ein paar Sekündchen. Wir machen das nicht so lange hier wie im Schulunterricht oder dergleichen. Wenn Feedback reinkommt, gleich mal durchjagen. Ansonsten, Pascal, die Frage zum Agena Trader. Auch hier Q1 anvisiert. Ganz klar Q1 anvisiert. Eher früher als später, aber Q1 ist wie gesagt jetzt dann noch der Februar und März und dann haben wir das erste Quartal geschafft, also sollte es hier spätestens im März zu sein. Das mal als Info. Gut, Vera, eine Dame des Webinars, Dankeschön für den Beitrag, sehr, sehr gut. Treffer dahingehend, insofern können wir das gleich mal auch hier mehr oder weniger darstellen, hier und Ihnen auch zeigen, worum es denn geht, jawohl. Hier können wir grob zusammenfassen, dass wir es mit zyklischen Verhalten haben, saisonalen Verhalten, Kalendereffekte und auch Wochentagsstärke und sogar auch noch weiter runtergebrochen Effekte auf Stundenbasis, auf verschiedene Sessions, ja, sei es jetzt die EU-Session, die Asia-Session und dergleichen. Es gibt hier, wie gesagt, vielerlei Möglichkeiten, um die saisonalen Tendenzen einzufangen. Generell geht es, und das sagte ich auch eingangs schon hier, um eine Art Wiederholungseffekt. Ja. Also wiederkehrende Prozesse. Und dass das, wie gesagt, kein Lameng ist, sondern ein gewisses Dogma kann man nicht sagen, aber eine gewisse Gradlinigkeit, eine gewisse Organisation an sich liegt auch an verschiedenen Umständen, gerade wenn wir hier primär jetzt mal auf saisonale Tendenzen schauen und uns die saisonalen Muster erarbeiten wollen, beziehungsweise eben genau betrachten wollen. Denn saisonale Effekte spielen gerade am Future-Markt schon seit jeher eine Riesenrolle. Ja, saisonale Effekte, gerade am Rohstoff- und Rohstoff- und Termin-Future-Markt, ist das ein ganz großes Thema. Ja, Absicherung von Ernteergebnissen. Ja, das ist so alt befasst, wie es den Terminmarkt selbst gibt. Das war der Ursprung des Ganzen, dass man seine Ernte praktisch vorab verkauft, um sich hier einen Preis zu sichern. Letztlich ist es aber auch so, gerade Ernte- und Wetterphasen sind hier in einem wiederkehrenden Effekt, nehmen wir auch allein die Jahreszeiten, El Niño und dergleichen, Regenphasen, Regenperioden. Es sind letztlich wiederkehrende Effekte, obgleich wir es natürlich hier global jetzt mit einem wie Klimawandel auch zu tun haben, der hier auch die saisonalen Effekte mittel- bis langfristig vielleicht ein Stück weit umstülpen könnte. Nichtsdestotrotz haben wir eben wiederkehrende Phasen und die ändern sich gerade im Klimabereich nicht von heute auf morgen oder von einem Jahr aufs nächste. Letztlich ist das eine Phase, ganz klar, es gibt Trockenperioden und Regenperioden und das ist auch hier sehr, sehr gut belegbar. Zudem gibt es natürlich auch Nachfragephänomene, ja, wie die Hochzeitssaison in Indien oder für viele auch bekannt, die Jahresabschlussrallye im Sinne des Window-Dressings, was viele Fonds sozusagen machen, um ihre, ja, um ihr Aussehen besser zu gestalten, die Top-Performer des Jahres sozusagen einzuladen in ihr Portfolio, dass sie da praktisch die Aktien gehalten haben, ob sie nun die Rendite mitgenommen haben oder nicht. Sie hatten in Anführungszeichen die Top-Performer des entsprechenden Jahres dann da, deswegen November, Dezember immer auch sehr schöne Monate für Window-Tracing und statistisch für den DAX natürlich sehr, sehr bullisch. Gut, diese Effekte und die sich daraus wiederum erschließenden Daten können eben hier zweckdienlich sein, um ja, eigene Setups ein Stück weit zu untermauern oder überhaupt auch auf Setup-Ideen zu kommen, um überhaupt auf die Idee zu kommen, ja, heute ist Montag, heute ist Freitag, Schrägstrich, heute ist der 1. Juni, was können wir denn machen? Liegt hier irgendwas an? Außer Kindertag, meine ich, ist der 1. Juni? Man weiß es nicht. Doch, man weiß es, wenn man sich die statistischen Effekte anschaut. Und
Ich will Ihnen mal hier zeigen, wie ich darauf gekommen bin. Und zwar durch die Website von Seasonal Charts, hier ein Dank an Dimitri Speck, der praktisch ja bei mir so ein bisschen das Feuer geweckt hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Er hat das jetzt auch weiterentwickelt, hat auch noch verschiedene amerikanische US-Plattformen genutzt für seine Strategien. Grundsätzlich fing es aber damit an, dass ich mich hier auf dieser Website ein bisschen umgeschaut habe und der eigentliche Ursprung des Ganzen auch gerade in Sachen wiederkehrender Effekte und auch wenn ich von eben Saisonalitäten bei Ernte- und Wetterphasen spreche, sich das natürlich ans Klima anlehnt. Und da können wir hier zum Beispiel ganz klar schauen, dass eben Temperaturen, Klima und überhaupt, das sind eben auch Daten, die genauso ausgewertet werden können. Ja? Und letztlich lassen sich hier eben auch ganz klare Tendenzen feststellen. Und eben wie hier bei diesem Seasonal Chart von San Francisco ist es eben erkennbar, wie hier die Temperaturen sozusagen ausschlagen. Wir haben es hier mit Fahrenheit zu tun, also nicht wundern. In der Spitze haben wir hier wohl rund 20 Grad hier oben, knapp 70 Fahrenheit. Und wenn wir hier runtergehen, haben wir hier so um die 4 Grad am Tief. Letztlich aber auch hier zu sehen, ja, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Einerseits gibt es hier einen Anstieg und dann wieder einen Abfall. Das ist natürlich eine relativ einfache und logisch erklärbare Form. Ob das immer so bleibt, na, ob das in 5000 Jahren noch so ist, wissen wir nicht. Aber letztlich haben wir hier ein wiederkehrendes Muster, das sich sozusagen aufgrund der letzten Jahrzehnte ableiten lässt. Generell kann auch gesagt werden, dass Wiederholungsmuster, und das betrifft übrigens auch möglicherweise Ihre eigene Trading-Auswertung, hier eine Mindestdatensatzanzahl von 30 haben sollten. Ja? Das ist auch bei der FTSE-Vektorlogik im Übrigen so. Hier werden für mich dann meistens Setups interessant, die eben 30 Wiederholungseffekte haben. Also sich 30 Mal mindestens wiederholt haben. Alles, was mehr ist, ist natürlich besser. Gehen wir in den dreistelligen Bereich 100 Wiederholungen oder sogar 1000. Ja, das ist natürlich phänomenal. Bei deutschen Aktien haben wir dahin nun wieder das Problem. Viele deutsche Aktien gibt es noch gar nicht so lange. Ja, deswegen auch gerade bei Seasonal Pattern der US-Markt sehr, sehr interessant. Hier gibt es Aktien, die sind schon viele, viele Jahrzehnte am Markt und haben hier entsprechende statistische Relevanzen, die dann natürlich tiefer gehen. Je höher der Datensatz, den man auswertet, desto interessanter ist die ganze Geschichte natürlich. Und insofern das einfach mal am Rande, dass man auch in der Klimatologie sozusagen hier einen Mindestsatz von 30 wissenschaftlichen Erscheinungen sozusagen braucht, also Wiederholungseffekte, die es dann eben auszuwerten gilt. Und genau das machen wir auch. Und der Dimitri hat das Ganze eben hier auch auf seiner Website zum Beispiel mit dem Euro-US-Dollar mal dargestellt. Hier allerdings bis 2012, also wie gesagt, ich selbst bin auf die Website mal 2010 etwa gestoßen, also doch schon 7 Jahre her, meine Güte. Aber grundsätzlich hier der Euro-US-Dollar in seinem saisonalen Verlauf sieht jetzt ein bisschen anders aus, gebe ich zu. Aber nichtsdestotrotz hier zum Jahresende der Euro gegenüber dem US-Dollar generell stark. Ja, und das im Hinblick zurückgerechnet Euro, ne, den gab es natürlich hier in den 90ern noch nicht, aber hier saisonal zurückgerechnet die letzten 30 Jahre, dieses Muster erkennbar. Und das ist auch tatsächlich noch so, dass der Markt, also der Währungsmarkt, das Währungspaar vielmehr, Euro gegenüber US-Dollar hier zum Jahresende einen bullischen Bias aufweist. Ja, das ist nicht immer so, keineswegs, aber mit Blick auf die große Historie eben doch häufiger vorgekommen und dann lässt sich so ein Bild praktisch spiegeln. Ähnliches und Gleiches haben wir hier am US-Aktienmarkt, der S&P 500 Future in dem Fall, sehen wir auch hier generell natürlich eine dynamische Entwicklung. Wir haben es hier mit dynamischen Zahlen zu tun, wir haben es hier mit dynamischen Entwicklungen zu tun und der S&P 500 hier grundsätzlich aufwärts gerichtet, aber auch für Sie keine Neuigkeit, dass es hier Sell in May and Go Away, ja, hier ab Mai ein bisschen dürftig wird. Das unterstreicht auch der Future-Chart vom S&P 500 und das ist auch in den letzten Jahren so gewesen. Man erzielt ja tatsächlich als Anleger eine Outperformance, wenn man grob den Mai sozusagen als Exit Point wählt, April, Mai, die Sommermonate Juli, August, September im Prinzip auslässt und erst im Oktober, möglicherweise hier sogar Ende Oktober, hängt ja auch mit einem schwarzen Freitag zusammen und dergleichen, hier einen Einstiegspunkt findet, um dann praktisch Ende Oktober, Anfang November in die Jahresendrallye sich einzukaufen, hat man hier statistisch tatsächlich einen Vorteil und einen Long Bias auf seiner Seite. Das ist in der Tat so. Sollte man sich immer überlegen und auch immer wieder Revue passieren lassen, dass es eben tatsächlich solche Muster gibt. Natürlich wiederholen die sich nicht immer wieder aufs Neue, aber diese Muster sind existent. Jetzt will ich Ihnen mal, jetzt gehen wir mal kurz in einen Live-Chart rein. Denn anhand der Folien, da fahren wir auch gleich nochmal fort, um das Thema weiter auszubauen, will ich Ihnen mal den S&P 500 Chart jetzt zeigen. Wir hatten gerade die saisonalen Muster, okay. Sie haben aber auch vorhin was von den zyklischen Mustern gelesen.
Und dieses schauen wir uns jetzt mal an. Wird der ein oder andere auch schon kennen, den Chart? Ist aber überhaupt kein Problem, weil ich ihn sehr mag. Es geht nämlich hier um den Chart des S&P 500 im 7-Jahres-Zyklus. Wer kennt den? Nochmal kurz eine Frage ins Auditorium sozusagen. 7-Jahres-Zyklus, S&P 500, schon mal gehört? Schon mal gesehen? So, da haben wir die Geschichte. Wir sehen hier mit dem grünen Pfeil, was sage ich, mit einer senkrechten grünen Linie, jeweils den 7-Jahres-Abstand beim S&P 500. Und wir sehen mit Rot in einem Nahbereich markierte Höchststände. Und was hier ja ohne viele Umschweife auffällt, ist, dass diese Punkte relativ nah beieinander liegen. Ja, also ein All-Time-High, also markante Hochs, zu dem Zeitpunkt jeweils ein All-Time-High, wurde markiert und kurz danach ging es runter. Das war hier Anfang der 70er so, das war hier Anfang der 80er so, das war insbesondere hier 87, ich sprach gerade davon, so. Dann hier eine kleine Ausnahme. Zack, in den 90ern. Ja, nach dem Hoch ging es runter, aber hier nach dem 7-Jahres-Abstand gab es die enorme ja, Dotcom-Rallye, Dotcom-Blase, die dann hier auch geplatzt ist Anfang der 2000er. Auch hier das markante All-Time-High. Dann ging es zurück. Hier 7-Jahres-Zyklus, hat die erste Welle verpasst, aber es ging dann eben doch ein Stück weit tiefer. Dann wieder 7 Jahre später Finanzmarktkrise, ja, Immobilienkrise, Boom. Hier markantes Hoch. Da hat übrigens so eine Art schöne Doppeltop-Bildung stattgefunden. Also es war charttechnisch hier eine Glanzleistung, was hier gemacht wurde. Letztlich dann aber auch hier, 7-Jahres-Zyklus, Bums, es knallte nach unten. Gab sogar hier ein neues Mehrjahrestief. Also die Kanonen, die hier 2008, 9 donnerten, waren so dermaßen bärisch, dass das fast schon wieder antizyklisch ein Einladungssignal war zum Kauf. Aber Vorsicht, wer greift schon gerne ins fallende Messer? Es hätte ja auch wesentlich tiefer gehen können. Der Witz jetzt an dieser Geschichte ist, der 7-Jahres-Zyklus so fortgesetzt war im Sommer 2015. Und seither, hier sehen wir den S&P 500, schraubt er sich, wenngleich auch etwas zögerlich, aber immer weiter nach oben. Und sehen Sie sich auch diese Strecke an hier nach der letzten Finanzmarktkrisenkorrektur, die der S&P hier gemacht hat, das ist wirklich eine Bewegung. Klar, wenn wir das hier zurück betrachten, sowas findet immer wieder statt, aber es wird früher oder später durchaus mal Zeit für ein bisschen Luft holen. Inwiefern die Leitzinsanhebung in den USA, inwiefern Trump, der ja jetzt den USA sozusagen nochmal einen Boost verschaffen will, wobei hier auch die Statistiken sagen, kurzfristig trauen Trump viele ein Revival zu. Nur langfristig wird das wohl nicht so richtig funktionieren, zumal eben fiskalpolitisch da auch ein Stück weit eine große Schieflage wohl erarbeiten wird. Aber Trump war ja dahingehend noch nie der Meister. Wer die Geschichte von Donald Trump kennt, weiß, dass es auch schon einige Male relativ schlimm um ihn stand und er auch mehr oder weniger durch die Banken gerettet wurde, um auch sein Imperium weiter aufzubauen, nachdem es da auch mal zwischenzeitlich sehr, sehr bitterlich aussah. Grundsätzlich aber hier darf man sehen, wie er das mit Amerika weiter gestaltet, aber es ist definitiv schon überfällig eine Korrektur. Obgleich hier in den 90ern auch nichts von Korrektur zu spüren war. Das heißt, es gibt hier im zyklischen Muster natürlich immer wieder Phasen, wo es ausbleiben kann. Und aktuell ist der Markt einfach bullisch, ja, aber die Dollarstärke meines Erachtens auch so langsam am Zenit. Jetzt die Geschichte mit Amerika und der Wahlgeschichte. Also ein bisschen Luft lassen wäre mal nicht schlecht. Nochmal hier ein kleiner Tipp an dieser Stelle. Wenn es wirklich zu einer Korrektur kommen sollte, wäre diese Zone hier, 1500 Punkte, meines Erachtens die Buying-Chance des Jahrzehnts. Also wenn der S&P wirklich korrigieren sollte, dann wäre das sicherlich hier ein Eldorado, Aktien zu kaufen, sofern er denn dahin geht. Aber wir schauen zu weit in die Zukunft, wollen wir jetzt gar nicht machen. Der Markt ist aktuell long, bullisch eingestellt. Wir machen eben neue Allzeithochs und jetzt darf man mal sehen, wie die Geschichte weitergeht. Letztlich haben wir eine solche Auswertung eben auch zum Beispiel, das habe ich mir ja nicht ausgedacht, selber mit dem 7-Jahres-Zyklus. Wenngleich ich den Chart hier schon vor diesem nachfolgenden Chart, den ich Ihnen jetzt zeige, kennengelernt habe. Denn hier hat auch die UBS sozusagen ein Research angestellt mit diesem 7-Jahres-Zyklus. Schauen Sie das mal an. Und ich habe gesagt, gerade Sommer 2015 und die UBS erwartete hier das Hoch, das zyklische Hoch beim S&P, ja, zwischen 2014, 2016. Man muss eben auch hier gerade bei zyklischen Geschichten, die auf Monatsbasis, Quartalsbasis abgeleitet sind, einen großen Spielraum einleiten. Ja, es geht jetzt hier nicht darum zu sagen, okay, jetzt
am 27.8. Bums ist das entsprechende Hoch erteilt und das ist jetzt Gesetz und da muss der Markt fallen oder steigen oder was auch immer tun. Natürlich nicht. Man muss hier mit einer gewissen Toleranz arbeiten und auch hier die UBS, ja, man sieht es ja relativ deutlich gesagt, hier müsste ein zyklisches Hoch erarbeitet werden, weil historisch, und da gehen wir hier nicht nur wie bei meinem Chart gerade bis in die 70er zurück, sondern eben auch hier bis zu den 30ern, gab es hier im Prinzip immer wieder Rückschläge, die natürlich gering ausfielen, hier wie 94 mit minus 9%, aber es gab auch Phasen, wo es hier mal richtig in den Keller ging. Ja, und das mit dem 7-Jahres-Zyklus ist interessant, aber das sind wir schon eben deutlich jetzt drüber und vielleicht ändert sich das auch ein Stück weit im Sinne dessen, wie die Zukunft jetzt hier aussehen könnte. Aber das mal als ja, Randbedingung, Randerscheinung. Und neben diesem großen Big-Picture-Geschichten, ja, das hat vorhin die Vera auch schon festgestellt, danke an dieser Stelle übrigens, freue mich überhaupt, dass auch Frauen, ich sehe einige im Chat, weil heute sind die Namen zum Glück auch zu sehen, einige Damen hier auch zugegen sind, die hier praktisch mit der Börse in Tuchfühlung gehen oder auf Tuchfühlung mit den Märkten. Freut mich insbesondere, weil die Domain des Mannes sozusagen im Sinne des Kapitalmarkts ja immer übermäßig sozusagen vertreten ist und da ist es ganz gut, dass auch Frauen sich hier sozusagen auch mit statistischen Kennzahlen auseinandersetzen wollen, wahrscheinlich auch deshalb, um eben hier bekanntermaßen nicht so risikoavers eben zu agieren und einen gewissen Vorteil zu erhaschen. Und den erhascht man sich durchaus, nicht nur aufgrund dieser großen Geschichten hier, sondern eben, wie Vera vorhin schon feststellte, eben auch mit Intraday-Verläufen. Ja, da ist auch die FTSE-Vektorlogik, die ich hin und wieder bediene, bei meinem Devisenradar sehr zweckdienlich vor dem Hintergrund, dass es eben auch Wochentagsstärken gibt. Ja, und man sagt, okay, der Donnerstag, Freitag ist jetzt eher so ein bärischer Tag für den Euro, hingegen Montag, Dienstag zum Beispiel für den Austral-Dollar wiederum ein Stück weit positiv ist. Also das kann sich ändern, aber man hat immer so statistische Tendenzen, die sehr, sehr fein sind. Aber es gibt, wie gesagt, das Ganze auch runterzubrechen von Monat, Jahr auf Tage oder Intraday-Verläufe, wie zum Beispiel hier auch wieder Dimitri Speck, der den Euro-US-Dollar sozusagen in seinem 24-Stunden-Handel statistisch mit Rückblick 2012, also 2002 bis 2012, betrachtet hat und hier sozusagen seinen Verlauf. Da sieht man sehr schön, dass aus der Asia-Session kommen bis zum European Opening das Ganze erstmal schwächer wurde, der Euro hier an Wert verlierte, um dann während der European Session an Wert zu gewinnen, zum US-Handel technisch gesehen ein Hoch auszubilden, um dann zum Abend hin wieder abzufallen und letztlich, also während des US-Handels praktisch an Stärke zu verlieren und der Dollar hier dann entsprechend profitiert. Das ist wie gesagt ganz interessant und auch schön zu sehen, dass es sich eben hier tatsächlich um einfangbare Muster handelt. Ja? Und ich habe jetzt dazu keinen aktuellen Chart, aber wie gesagt, die letzten 10 Jahre sinnbildlich dahingehend ganz interessant, dass zur EU-Session sozusagen auch der Euro aufwachte und hier sozusagen einen bullischen Bias fasste, was ich sehr, sehr interessant finde. Wie gesagt, wenn es interessiert, der kann diese Muster nochmal genauer recherchieren. Ich meine, auch bei Dimitri Speck auf der Seite gibt es mittlerweile da auch ein Update. Aber wie gesagt, wegen 1-2 Jahren mache ich da nicht rum. Letztlich einfach mal interessant zu sehen, dass es sich so verhält. Genauso, meine lieben Zuschauer, ist es auch, wenn man Intraday zum Beispiel handelt, sollte man sich auch mal Gedanken machen, zu welcher Zeit man handelt. Ja, der Forex-Markt ist ein 24-Stunden-Handelsplatz, das wissen wir alle. Rund um die Uhr geht es da zur Sache. Nur Euro-US-Dollar zum Beispiel in der Nacht um 3 Uhr auf 4 Uhr zu handeln zum Beispiel, macht meines Erachtens wenig bis überhaupt keinen Sinn, weil die durchschnittliche Volatilität im Bereich von 6-7 Pips liegt und was will man denn da verdienen? Ja, das Ganze gewinnt dann an Fahrt, wenn man hier schaut, so 8-9 Uhr, ja, kommt dann auch die Engländer dazu, also neben der EU-Session kommt die Londoner Session hier zur Fahrt und dann geht es eben zur Sache bis zur Mittagszeit und dann beruhigt sich wieder und dann zum frühen Nachmittag, wenn die US-Amerikaner in den Markt stoßen, zieht die Volatilität an. Das ist wichtig zu wissen, weil viele immer fragen, ja, wann kann ich denn Forex am besten handeln? Natürlich sitzen wir hier in Deutschland eigentlich am goldenen Standpunkt, weil wir sozusagen genau in der Mitte von dem asiatischen über den europäischen Handel bis zum US-Handel gehend sitzen, genau in der Mitte und können sozusagen an beiden Enden profitieren oder partizipieren. Schrägstrich, manchmal ist es so, dass man, wenn man den asiatischen Handel hinter sich hat oder besser gesagt, man 6-7 Uhr aufsteht und dann auf seinen Währungschart schaut und dann eben sieht, dass die Yen-Pairs, also Währungen, die hier in Yen gehandelt werden oder mit dem Yen im Kontext stehen, dann eben eine entsprechend große Range schon absolviert haben, dann wird es natürlich deutlich, dass man sagt, ups, jetzt habe ich hier meine Asia-Session verpasst. Kann man sich aber auch sehr schön statistisch anzeigen lassen, dass die Yen-Pairs oder auch die ozeanischen Pairs hier während der Asia-Session, also in der Zeit von 23 bis früh 6 Uhr, grob eine höhere Volatilität aufweisen als eben Euro-US-Dollar. Ja, also gerade Japan ist auch ein Stück weit Forex verrückt.
Neben dem, dass früher mit den Carry-Trades eben die Japaner, also selbst die Hausfrau oder Taxifahrer hier sozusagen Währungshandel betrieben hat, um mit dem Carry-Trade klassisch Geld zu verdienen. Ja, also das war ein Riesenthema. Wir wissen alle, wie es dann nach der Finanzmarktkrise knallte. Ja, da sind die ganzen Carry-Trades aufgelöst worden und dann mussten auch viele Kleinsparer, die hier den sicheren Gewinn für sich schon vorkalkuliert hatten, böse, böse bluten. Aber grundsätzlich die Volatilität, lassen Sie mich nicht zu weit abschweifen, eben hier immer wieder zu berücksichtigen, bei jedem Währungspaar interessant. Und wenn man Euro, US-Dollar sieht, macht es wohl wenig Sinn, dieses Paar jetzt unbedingt in der Nacht 3 Uhr zu handeln. Das ist eben auch ein zyklisches Verhalten, um dem man sich sicher sein sollte, ja, was man da eigentlich tut. Gleiches an Wochentagen. Das ist eine Statistik, die immer mal wieder schwanken kann, aber statistisch gesehen war es eine relative Zeit lang der Montag, der mit einer geringen Volatilität daherkam. Dann wechselte sich das ab auf den Dienstag. Das ist jetzt hier der 12-Wochen-Durchschnitt. Ändert sich auch, ja, je nachdem, ob man jetzt 12, 24, 36 Wochen Durchschnitt nimmt, ja, also immer größer das Zeitfenster der Datenreihe oder kürzer. Das muss man natürlich selbst entscheiden und auch austarieren, aber grundsätzlich der Dienstag jetzt nicht so weltbewegend, Wochenstart ja ohnehin nicht und der Donnerstag hier aber insbesondere stark. Warum? Auch deshalb, weil wir Donnerstag viele, viele Wirtschaftstermine haben, neben klassischen Daten wie hier zum Beispiel Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe 14:30. Hier haben wir Donnerstag zum Beispiel immer die EZB einmal im Monat und die sorgte zuletzt für nicht ganz so große Ausschläge, aber ich kann mich an Tage erinnern, da ging es dann mal 400, 500 Pips doch mal in die eine oder andere Richtung. Und das sind natürlich Bewegungen, die richtig durchknallen und sich in so einer Wochenvolatilität dann natürlich auch bezeichnen, darstellen lassen. Zudem statistisch, saisonal, ja, die Volatilität generell im Auge zu halten. Ja. Der Euro-US-Dollar hat jetzt aktuell eine Range, eine Average Daily Range von 75 Pips. Da passt der Chart hier noch relativ gut und wir sehen, dass die Tendenz seit 2015 fallend ist. Und wir hatten auch im großen Chart noch länger zurück betrachtet immer wieder solche Phasen, das ist ganz klar. Hier das absolute Dilemma. 2014 war wirklich ein blutendes Jahr. Da gab es Tage, da hat Euro-US-Dollar hier nur seine 30 Pips am Tag absolviert. Das war grausam, weil ohne Bewegung kein Handel, kein profitabler Handel möglich. Ohne Bewegung natürlich auch nicht denkbar, sich irgendwas aus dem Markt rausschneiden zu können. Und wenn Euro-US-Dollar als Major-Währungspaar sich nur 30 Pips bewegt, schlicht und ergreifend schwierig, da Profite zu machen. Und die Volatilität, wie gesagt, hat eine gewisse Schwankungsintensität. Ich meine auch, nach diesem seit 2015 fallenden Verlaufs dürften wir hier mehr oder weniger auch wieder auf eine bessere Phase zusteuern. Ich vermute in 2017, und das haben wir jetzt an einzelnen Tagen schon gesehen, dass die Volatilität doch wieder rasant anziehen wird. Ich denke schon, auch am Aktienmarkt, ob das jetzt mit einer größeren Korrektur einhergeht, da will ich mich gar nicht in der Spekulation üben. Aber grundsätzlich sollte man das mal im Hinterkopf halten. Und ja, gehen wir jetzt mal so langsam, aber sicher auch auf das ein oder andere Software-Tool ein. Und um Ihnen da sozusagen eine Brücke zu bauen, möchte ich jetzt erstmal anfangen, eben mit Chartprogrammen wie Taipan oder auch TradeSignal erlauben hier sozusagen die Einbindung von saisonalen Daten. Man kann sich das anzeigen lassen. Aber grundsätzlich vorab natürlich auch heute für Sie, für uns, ein Zugang zu den Märkten, der seinesgleichen natürlich sucht im Sinne der technologischen Weiterentwicklung. Ich habe erst die Tage von einer Virtual Reality Trading-Brille gelesen, also praktisch mit den Augen traden und da virtuell mit der Brille nur noch arbeiten oder dann mit irgendwelchen Hologrammen mittelfristig. Man darf mal sehen, wie das ausgeht, aber letztlich, das sind Entwicklungen, die schreiten einfach voran und es war vor 15, 20 Jahren gar nicht zu vorstellbar, dass man kostenlose Datenfeeds kriegt. Ja? Ich meine, die Xetra-Kurse kosten heute immer noch Geld, ja, wenn man sie Realtime haben will, aber aufgrund der Forex- und CFD-Branche kriegen sie praktisch schon kostenlose FX-Preise, kostenlose Rohstoffpreise hier um die Uhr serviert und haben die Möglichkeit, natürlich hier einen schönen Marktzugang zu haben. Die Technik für private Trader hat sich dem Niveau der Profis angeglichen, obwohl natürlich die Profis immer noch hier einen Geschwindigkeitsvorteil haben und natürlich auch einen ja, News- und Daten-Know-how-Vorteil haben, den der Privattrader nicht hat. Nichtsdestotrotz gleicht es sich mehr an und die Trading-Tools der Extraklasse sind eben jene, die man hier für statistische Auswertung eben nutzen kann. Und da zeige ich Ihnen jetzt mal ein paar, aber fangen wir mal mit dem Chart an, der sich hier zum Beispiel, und das ist mein Musterbeispiel einer Aktie. Ja, wir sehen hier die Amgen, wird jeder von euch kennen, amerikanischer Biotechnologiekonzern, mega groß, mega alt, mega stark.
Und wir sehen mal hier den statistischen Verlauf seit 85. Also hier zunächst, das ist jetzt ein Aktienkurs, den Chart habe ich schon länger gebrandet, hier aus 2014, 2015. Und wir sehen die letzten, oder hier seit den Verlauf seit 2010 saisonal und hier den Verlauf seit 1985. Der dynamische Effekt einer Aktie, sprich von links unten nach rechts oben zu steigen, was einer Idealkonstellation einer Aktie entspricht, lässt sich hier nicht bestreiten. Also das heißt, den dynamischen Charakter, den eine Aktie aufweist im Sinne ihres Wachstumsprozesses, ist bei Aktien, die gesund sind, bei Unternehmen, die gesund sind, eben von links oben nach rechts oben. Dynamische Zahlen, sie wachsen. Und auch da macht die Amgen keine Ausnahme und steigt oder stieg eben von hoch zu hoch, von All-Time-High zu All-Time-High. Und grundsätzlich ließ sie eben hier ein statistisches Muster einfangen, was zu einer bestimmten Jahreszeit, und das schauen wir uns wie gesagt gleich im Detail an, hier verspricht, dass die Amgen ein Zugewinn erzielen wird, dass die Amgen eine Performance erzielt. Hier mal in diesem Chart dargestellt, aber es geht eben auch noch ein Stück weit besser. Denn neben der manuellen Suche, die man hier zum Beispiel durchführt, im Sinne dessen, dass man einen Chart nimmt oder auch eine Chart-Software, die einem hier den Input liefert, okay, hier gibt es Wiederholungsmuster, gibt es eben auch im Zeitalter der IT statistische Aufbereitung. Und hier sehen Sie den Trade Miner, den ich selbst nutze, und auch den Seasonal Bull, den Sie eingangs kurz gesehen haben, dafür aus, um sozusagen sich den Markt, ja, scannen zu lassen, buchstäblich. Buchstäblich scannen zu lassen, um hier sozusagen interessante Pattern zu finden, die einen Vorteil bringen. Und da gibt es, und da beziehe ich mich jetzt gerne nochmal auf die Amgen-Aktie, eben einige US-Aktien, die mit einer sehr, sehr langen Historie daherkommen. Und um diesen Vorteil eben ein Stück weit auch für sich zu nutzen, bieten diese Software-Tools eben sehr, sehr veranschaulichende Möglichkeiten. Und schauen wir uns zu Beginn den Trade Miner an, bevor wir uns also dann jetzt mal scharf dann zum Trade Miner reingehen und dann auch mal den Seasonal Bull anschauen. Hier das Beispiel von der Amgen. Diese Aktie ist hochgradig bullish im Juli. Und das größer als die letzten 30 Jahre. Und zwar in einem Zeitraum von 13.07. bis zum 29.07. Ja, das ist also hier unter 20 Kalendertage, bewegt sich die Aktie im Schnitt während der letzten 30 Jahre während nur dieses Zeitraums um 6%. Wenn man das heute mal einem Sparbuchsparer oder einem Tagesgeldkontosparer sagt, dann reibt er sich sicherlich die Augen. Ja, also man muss sagen, dass es eben hier nicht nur am Aktienmarkt klaren Vorteil bietet, hier sein Geld sozusagen mittel- bis langfristig anzulegen und auch dann eine gewisse Ruhe zu haben. Wenn man aber noch mal ein bisschen tiefer reinschaut, gibt es eben Wiederholungsmuster, wie hier zum Beispiel bei der Amgen, die sogar während der besten Phase eine beste Performance von 26% erreichte, während es hier auch einen durchschnittlichen Verlust mit einem CRV von 2 zu 1, weil im Schnitt gewinnt die Aktie 6%, im Schnitt verliert sie 3, gibt einen CRV von 2 zu 1 und das ist nice, damit kann man sehr, sehr gut arbeiten und man hat hier sozusagen den statistischen Vorteil auf seiner Seite. Jetzt ist interessant zu sehen, wie die letzten 2 Jahre mal ausfielen. Und zwar das Ergebnis 2015 lag bei 10% und 2016 sogar bei 11%. Finde ich sensationell. Ich bin gespannt, wie 2017 wird. Wir werden es uns anschauen. Letztlich hat die Aktie hier ihre Statistik zuletzt fortgesetzt. Und man sieht auch hier so eine kleine Aufreihung anhand des Seasonal Bulls, dass es natürlich nicht immer Gewinnerjahre gab. Sehen Sie auch hier mit diesen Candlesticks, Verläufen des einzelnen Jahres, jeweilige Hochpunkt, Tiefpunkt. Und dann gab es auch natürlich hier zwischengeschaltete Korrekturjahre. Jetzt haben wir hier schon 3, 4, 5 Jahre des Gewinnertums in Folge. 2017 kommt es vielleicht anders. Wenn es so kommen sollte, bietet sich gerade eine schöne Chance, weil zweifache Verluste hintereinander immer sehr, sehr aufmerksam zu beobachten sind, kommt nämlich eher selten vor. Also wenn die Amgen jetzt mal im Sommer irgendwann mal einen Hänger hat zwischen dem 13. und 29., es kann auch der 14.07. sein und der 28., also auf jeden Fall von Mitte Juli bis von Mitte bis Ende Juli, wenn die Amgen-Aktie dann einen Hänger mal haben sollte, sollte man insbesondere im nächsten Jahr aufpassen, da könnte es hier durchaus interessant werden. Wie gesagt, keine Anlageempfehlung, sondern einfach nur statistisch abgeleitet. Dieses Tool, der Trade Miner, bietet dies an und das finde ich, wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Ergänzung für jeden, der hier sozusagen mit den statistischen Zahlen dann ein Stück weit arbeiten will. So, Fragen dazu? Ich sehe, der Bernhard fragt, die einfache Version, ja, die reicht aus. Das ist auch die, die ich nutze. Wobei ich habe Futures, Forex und
Aktien beim Trade Miner, aber das Dreierpaket kostet ja fast so viel, wenn man ein Paket alleine nimmt. Da müsste man auf der Website gucken. Habe ich jetzt keinen Sonderdeal oder irgendwas, mache jetzt hier auch nicht wirklich Werbung für das Tool. Wir schauen uns nachher auch den Seasonal Bull, wie gesagt, an. Da muss jeder so ein bisschen seinen Weg finden. Ich will euch einfach da mal ein Stück zeigen, was da eben möglich ist. Und um auch nochmal die Ergebnisse 2015, 2016 ein Stück weit zu untermalen, zeige ich euch mal hier den Chart des entsprechenden Verlaufs. Ja. Einstieg 13,7, Exit 29,7, Bums, wirklich sehr, sehr schön. Rein charttechnisch war die Aktie hier in einer Seitwärtsphase. Gut, hier vielleicht eine kleine Unterstützung gefunden. Aber woher sollte man denn wissen hier? Übrigens, Einstieg immer zum Schlusspreis, Exit auch zum Schlusspreis, muss ich noch dazu sagen. Also die Idee ist immer, im Endeffekt in der letzten Handelsminute zu kaufen oder auch zu verkaufen. Also zumindest zum Close des jeweiligen Handelstags die Aktie zu kaufen und dann eben auch nach Ablauf der Periode zu verkaufen. So, grundsätzlich hier Amgen plus 10%, also statistisch nochmal 4% mehr als im Durchschnitt im Jahr 2015. Und jetzt haben wir das Chartbild 2016. Wahnsinn, genau das Gleiche. Hier gab es sogar am 13.07. nochmal eine schöne schwarze Kerze. Hier kann man sogar noch einen besseren Unterstützungssupport einzeichnen. Und dann ging es wieder hier nach oben, schwupp. Und dann Exit mit 11%, 11%, 11 Dollar. Jetzt habe ich einen kleinen Bug drin. 6,88% sind das, sehe ich gerade. Auf jeden Fall hier eine schöne Rendite nach oben erzielt und darum geht es. Das ist doch fantastisch. Und das wieder genau in diesem Zeitfenster, wo ich einfach sage, da muss man einfach mal genauer hinschauen und sich die saisonalen Wiederholungsmuster im Detail betrachten. Da sind wir auch schon beim, hätte ich ja eingangs vielleicht schon bringen müssen, dem Risikohinweis, ja, weil wir wollen jetzt mal so ein Stück weit auf die aktuellen Marktverhältnisse schauen. Und das sagte ich ja vorhin schon, das sind einfach nur statistische Ableitungen und keine Handelsempfehlungen. Das wisst ihr selber. Jeder ist sich selbst verantwortlich für sein Trading, für sein Vermögen und für das, was er da letztlich tut und kann die Verantwortung auch natürlich nicht abgeben. Ja, ganz klar. Und insofern schauen wir uns mal jetzt den Trade Miner an. Da habe ich hier praktisch, damit fangen wir an, wir gehen dann gleich zum Seasonal Bull mal. Hier sozusagen das Tool, das ist eine Software, die man installieren muss. Man kann hier verschiedene Settings noch vornehmen, da will ich jetzt gar nicht, also Währungspaare definieren, Trade Alerts einstellen, Portfolio ist wie gesagt ganz interessant und hier eben eine Suche markieren, das ist das Wichtigste, wo man dann auch hier festlegen kann, wie oft muss das Muster funktioniert haben, in welcher statistischen Wahrscheinlichkeit, ja, und dann auch Bullish, Bearish, sprich Long oder Short Muster oder beide. Ihr wisst, am Forex-Markt kann man in beide Richtungen investieren. Am klassischen Aktienmarkt nur ein Long. Ja, hingegen natürlich der Leerverkauf oder auch mit CFDs natürlich auch das Short-Selling sozusagen möglich ist. Gut, dann hier, wie gesagt, 5 Tage zurück, 45 Tage in der Vorschau. Wie viele Ta Jahre sollten es mindestens sein? Und da gibt es am Forex-Markt eben auch eine kleine Hürde. Der selbst, der hier seit 2000 so richtig geöffnet wurde für den Retail-Markt, für den klassischen Kleinanleger. Das heißt, die Historie ist jetzt hier noch keine 30 Jahre alt beispielsweise, geschweige denn den Euro gibt es nicht so lange. Da hat der Trademan ein bisschen Probleme. Der Seasonal Bull hingegen hat hier viele Pattern, die auch 20 Jahre zurückreichen. Und das ist natürlich durchaus eine Aussagekraft, die man nutzen kann. Gut, letztlich legt man seine Parameter hier fest und dann lässt man den Trademan mal sozusagen den Markt scannen. Wartet mal einen Augenblick. Auch übrigens kann man dann hier auch noch seine Portfoliogröße einstellen. Das hängt dann hier mit diesem obigen genannten Risk- und Money Management-Daten zusammen, die dann sukzessive hier sozusagen eingestellt werden. Also man kann auch eine Accountgröße wählen, einen Anlagestatus, hier dann die entsprechenden Symbole, also was man hier an Risiko- und Money Management-Parametern sich anzeigen will. Viele, viele Auswertungsmöglichkeiten, doch lassen Sie es uns nicht zu kompliziert machen. Ich habe hier, wie gesagt, für den Februar schon mal gescannt und da wirft er im Prinzip hier Währungspaare aus, die dann auch sogar nach Trend noch sozusagen definiert werden, also bullisch oder bärisch. Entsprechendes Währungspaar, entsprechende Trefferquote, Jahre der Erscheinung, ja. Und hier auch noch ein indirekter Score, der sozusagen den aktuellen Chart mit dem entsprechenden Muster sozusagen abgleicht. Und je höher der Score, desto, ja, desto besser sozusagen die statistische Wahrscheinlichkeit. Alles kann, nichts muss. Das Ganze ins Portfolio übertragen, sieht man dann hier sozusagen ausgewertet. Und dann kann man sich hier eine Übersicht der Währungspaare anschauen, die dann sozusagen den Auswurf dessen liefern, wie die Entwicklung jetzt kam. Jetzt sehe ich nur gerade die Kalkulation, hat er immer noch nicht gemacht. Jetzt müssen wir mal sehen, ob er das gerade heute macht. Ansonsten muss ich direkt mal dem Softwarelieferanten
anrufen, weil, wie gesagt, wenn man die sozusagen in sein Portfolio einlädt, die Währungspaare, dann kann man hier noch eine Kalkulierung nach der Profitabilität machen, ob eben auch das aktuelle Setup, also der Score, eben zum Chart passt. Da wird so eine gewisse Trendanalyse gemacht und dann kann man sich da ein Bild machen. Jetzt sehe ich gerade, der lädt und lädt. Das dauert jetzt, wie gesagt, eine Weile. Ihr seht es, aber dort passiert was. Je weniger hier drin sind, desto schneller lädt er. Hätte mal vorher tun sollen. Okay. Aber hier zum Beispiel British Pfund Neuseeland-Dollar. Mit Start 6.2. bis 3.4. ist eine relativ lange Zeit, 57 Kalendertage. Haben wir hier, ich meine auch, das Setup habe ich beim Devisenradar vorgestellt, meinem lieben Zuschauer, neben dem British Pfund Austral-Dollar. Ja, können Sie euch erinnern hier? Ich meine, es war auch der 6.2. direkt. Und das sieht man sehr schön. Machen wir dann mal die Print-Details. So, da sieht man sehr schön hier die einzelnen erfolgreichen Jahre und hier die zwei kleineren Verlustjahre im Jahr 2011 und 2012. Aber ansonsten hat sich das hier sehr, sehr schön entwickelt. Ja. Und das bleibt mal gespannt zu beobachten, wie die Party jetzt hier weitergeht. Aber er hat hier, glaube ich, mit den Daten jetzt einen kleinen Hänger. Und weil er die jetzt auch nicht kalkulieren will, gehen wir mal in den Aktientrade Miner. Da funktioniert es nämlich besser. Also hier praktisch also ein gleiche Vorgehensweise. Hier der Forex-Markt, ja, mit der ganzen Auswahl. Jetzt hat er hier sogar auch die Kalkulation schon begonnen. Wunderbar. Jetzt funktioniert es. Also ihr seht es hier, very low, medium. Hier, wenn high steht bei der Profitabilität, dann ist das sehr, sehr schön. Ja, dann ist das Muster noch relevanter. Lassen wir mal ein bisschen rechnen. Dauert heute auf jeden Fall ein Stück länger. Schauen wir uns mal hier die Situation am Aktienmarkt an. Hier haben wir Januar-Setups gehabt. Nehmen wir zum Beispiel Hormel Foods. Das müssen jetzt nicht, immer nicht Riesenaktien sein, aber so ist eigentlich der Plan. Da zeigt der Trade Miner dann auch hier Entry 30.01. an. Ja, und dann praktisch Exit wäre der 27.02. Zuletzt, wir wissen ja, der US-Aktienmarkt hat sich ja sehr, sehr gut entwickelt. Neuer Highs gemacht, Dow Jones so hoch wie noch nie. Also hier alles sehr, sehr bullish. Insofern passt das bullische Setup zu dieser Aktie hier. Und die läuft eben auch noch ein Stück weiter. Gehen wir mal auf diese bärische Aktie, Merck und Co. Short Setup. Gehen wir mal ein bisschen tiefer hier. Während der letzten 10 Jahre, 36 Tage, in 80% ging es, in 80% der Fälle ging es auf. Hier sehen wir auch den Graphen dazu. Hier unten, das sah hier 2007, 8, 9, 10, 11, 12 ganz gut aus. Dann schwächte sich das so ein bisschen ab. Schön zu sehen. Hier 2011 das erste Verlustjahr, 2015 ein Gewinnerjahr und jetzt hier schwupp, schwupp, knallt es so ein Stück weit runter. Jetzt haben wir hier gerade 2017. Das sieht nicht gut aus. Also das ist ein bärisches Setup. Hier war das Start des Openings. Und theoretisch, wenn die Aktien gefallen wären, weil es ja ein bärisches Setup ist, wäre die Kerze hier grün. Also eine positive Erwartung, die hier geschürt würde. Da der bärische Setup allerdings nicht fruchtete und die Aktie hier vielmehr weiter anstieg, sehen wir hier ja die Möglichkeit, dass dieses Jahr wieder ein Verlustjahr wird, 2017. Und das kann nicht ausgeschlossen werden. Man hat aber auch hier Parameter wie durchschnittlicher Profit, biggest, also in Dollar, in Prozent, ja, Risk to Reward sieht man hier. Und dann entsprechende Parameter, an denen man sich hier orientieren kann, zum Beispiel hier bei der Merck & Co. Max Drawdown 10%. Und da sollte man spätestens da auch die Reißleine ziehen, weil es dann eben immer unwahrscheinlicher wird, dass das Ganze hier noch ein Segen wird. Und ja, diese Fortsetzung kann man sozusagen immer weiter spielen und sich hier auch, und da gebe ich eben immer den Tipp, ja, auch gerade beim Seasonal Bull, der scannt ja über 10.000 Märkte. Natürlich kann man nicht jedes Setup handeln, um Gottes Willen. Natürlich wird auch nicht jedes Setup funktionieren, aber wenn man das so ein Stück weit mischt, den Chart sich betrachtet, und da habe ich ja immer den Spruch schon seit seit Jahreszeiten, sage ich schon, seit vielen, vielen Jahren geprägt nach dem Motto, man sollte immer, bevor man ein Investment pflegt, hegt oder überhaupt darüber nachdenkt, ein Investment einzugehen, auf den Chart schauen. Ansonsten gleicht es einer Autobahnfahrt bei Nacht ohne Licht. Ihr wisst nicht, von wo ihr kommt, geschweige denn, wo ihr hin wollt. Das heißt, man muss zumindest mal auf den Chart schauen, ob hier eine gewisse, ja, Übereinstimmung des Marktes wiederzufinden ist. Ja? Und wenn natürlich ein bullisches Setup vorhanden ist und die Aktie steht hier kurz vor einem Ausbruch, dann ist das interessant. Ja? Haben wir aber ein bullisches Setup und die Aktie befindet sich in einem Abwärtstrend, dann sollte man sich dreimal überlegen, ob man diese Aktie dann wirklich long tradet, auch wenn der saisonale Bias bullisch ist. Ja, das gilt es eben mal abzuwägen. Und ich sag mal, mit der Beschau des Charts in Ableitung dessen, dass man dann auch noch das saisonale Tool dazu nimmt, ist es eine sehr, sehr gute Kombination, die man sozusagen für sich adaptieren kann, um interessante Settings zu finden. Gut, schauen wir mal, ob der Forex durchgerechnet hat mittlerweile. Na, ist noch nicht fertig, aber jetzt ist er fleißig am Tun.
Und was wir jetzt parallel dann nochmal machen werden, wir werden hier für den Februar mal ein bisschen was darstellen und schauen uns dann mal an, was der Februar sozusagen hier zu bieten hat. Vom Setting her schaue ich mir gerne den S&P 500 an. Ja, das sind die 500 größten Aktien. Man kann auch hier noch verschiedene Branchen wählen, Technologie, Nasdaq 100 wählen. Ja, ich nehme den S&P 500 und wenn da nichts dabei ist, dann gehe ich auf die anderen Bereiche unter. Hier ein Stück weit andere Parameter, mindestens 10 Jahre und dann machen wir jetzt einfach mal Folgendes. Wenn wir zum Beispiel übergeordnet im bullischen Markt sind, kann man sich zum Beispiel auch nur die bullischen Setups anzeigen. Oder wenn wir jetzt wirklich in den bärischen Bias 2017 einkehren, dann könnte man auch hier für die folgenden Monate entsprechend bärisch in die Zukunft schauen. Aber ich mache gern beides. Jetzt lassen wir mal rechnen, was er uns da hier so darstellt. Dort auf in ein Weilchen. Übrigens eine Frage an alle Webinar-Teilnehmer. Wäre es für euch interessant, gegebenenfalls für eine kleine Servicegebühr, so nenne ich das mal, Rohstoffe, Aktien und Forex in einer Art aufbereiteten Briefing, in einem aufbereiteten Letter, Trading Letter zu bekommen? Das heißt, ihr müsst euch nicht mit der Software beschäftigen, geschweige denn mit der charttechnischen Auswertung. Sondern wäre es interessant für euch für, ich kann jetzt keinen Preis nennen, aber die Idee herrscht zumindest seit einiger Zeit vor, dass wir hier sozusagen eine Art Seasonal Trading anbieten auf verschiedenen Assets, gerade auch wenn wir mit JFT Brokers in die Richtung von Multi-Asset gehen, also Aktien, Futures und eben Forex, dass wir hier ein Stück weit eben so eine Art Letter anbieten und die Gedanken will ich jetzt mal mit Ihnen teilen und mal abfragen vom Auditorium, wie das da aussieht. Ob da Ihr Interesse da wäre, als JFD-Kunde vielleicht auch kostenlos, ich weiß es nicht. Man müsste auf jeden Fall mal sehen, wie sich das ausgeht. Aber letztlich ist es natürlich immer eine Sache des Aufwands und des Nutzens. Und jetzt gehen wir mal hier zur Auswertung, die gerade über ist. Also danke. Feedback, was reinkommt, ist schon mal nicht schlecht. Wolfgang kommt auf den Preis an. Ja, ich denke nicht, dass es übermäßig. Aber das Feedback ist positiv. Es scheint also großes Interesse da zu sein. Das freut mich auf jeden Fall. Wie gesagt, ist auch immer ein Stück weit eben auch eine Ergänzung dessen, dass man sagt, okay, charttechnische Letter, Trading-Setups oder irgendwelche Crosses von EMAs oder irgendwelche Strategien gibt es ja viele. Aber wenn man das so ein Stück weit eben noch Multi-Asset und dann gleichsam mit den einzelnen Facetten des Seasonal Patterns zusammenhaut, dann ist das ganz gut. Wie wir jetzt mal hier sehen, am 3.2. zum Beispiel Priceline Group. Was haben wir denn hier? Ups, der habe ich jetzt schon mal reingeholt. Februar am 3.2. Also jetzt schon ein Stück weit her, okay. Wir haben hier den Start des Opens, habe die jetzt mal direkt reingeboostet, die Aktie. Die letzten 11 Jahre mit einer Trefferquote von 82%, 21 Kalendertage, durchschnittlicher Profit ist hier, Average Profit da, 14%. Der Knaller. Die Priceline-Aktie ist eh ein Stück weit sensationell, aber wir sehen hier, was da gelaufen ist, was da gelaufen wäre und die Aktie ist auch ausgebrochen. Und das kann man sich, wie gesagt, jetzt hier sukzessive aufzeigen lassen. Und die Priceline-Aktie hat zum Beispiel hier den Top-Score. Im Prinzip habe ich hier geschlafen, diese Aktie ins Portfolio zu nehmen. Aber es gibt ja noch einige Möglichkeiten. Sie sehen hier, am 16.02. kommt noch was. Man kann das dann auch noch Datum sortieren. Ich sortiere es mir gerne nach Score und schaue dann entsprechend hier mal durch, welche Aktien hier am interessantesten für mich sind. Priceline nehmen wir mal raus. Die ist schon gelaufen, das Setup. Aber hier, 14.02. 10.2. heute mit dem Close. Schaut es euch Copper Companies an. Was haben wir hier? In den letzten 15 Jahren ein Pattern, was bullisch daherkam. Schauen wir uns doch gleich mal den Chart an, meine lieben Leute. Machen dann auch gleich mal eine Berechnung. Das sieht doch mal nicht schlecht aus. Und hier seht ihr unten die Historie der Aktie. Also gerade 2016, sensationeller Verlauf. Haltezeit, Aktien, schwuppdiwupp. Was haben wir hier? 11 Trading-Tage, ist überschaubar. Kalendertage 18, während der letzten 15 Jahre Trefferquote von 80%. Sieht gut aus. Kann man im Prinzip durchaus adaptieren. Gut, jetzt habe ich relativ viel mich hier mit dem Trade Miner aufgehalten. Wir gucken mal, was der Forex macht. Jawohl, hat es jetzt komplett berechnet. British Pfund Neuseeland-Dollar, das, wo ich vorhin vorgestellt habe. Warum zeigt mir den Chart jetzt nicht an? Ich werde dappert. Ähnlich wie bei den Aktien will ich den Chart hier sehen. Da muss ich jetzt mal eine E-Mail schreiben. Das gefällt mir jetzt nicht. Normalerweise sehe ich nämlich dann auch hier, wie bei den US-Aktien, so einen Chart, wo dann im Prinzip auch drin steht, bei einer Geschichte, die jetzt schon angelaufen ist, wie eben der Priceline hier. Schwupp, jetzt hole ich die nochmal rein, so, dass man dann hier den Start Opening und Start Close sozusagen sich anschauen kann. Gut,
Das war der Trade Miner. Jetzt haben wir hier, also Trade Miner, wie gesagt, US-amerikanisch, nur US-Aktien, Forex und Futures. Das ist jetzt der Trade Miner für Stocks, das ist der Trade Miner für Forex und für Futures, den habe ich jetzt nicht hochgeladen. Dennoch richtig interessant. Und jetzt schauen wir hier auf das nächste Tool, nämlich den Seasonal Bull. Ist ein Stück weit abgeleitet, nennt sich auch hier Quantensprung im Trading. Eine ganz interessante Sache. Ist natürlich Lizenzgebühr technisch neben dem Tool, was wir jetzt gerade uns angeschaut haben. Der Trade Miner kostet halt, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, aber Jahresgebühr so im Bereich 150, 200 Dollar. Und der Seasonal Bull geht in eine ähnliche Richtung, ist sogar noch ein Stück weit teurer. Und hier kann man sich im Prinzip auch viele Signale anzeigen lassen, die nach einem ähnlichen saisonalen Setup funktionieren. Und Sie sehen, der Markt, die Marktbreite ist hier um noch einiges größer. Während wir beim TradeMinder eben Future, Forex und Stocks haben, haben wir hier Länder, Regionen, Australien, wie gesagt, China, Hongkong, Japan, einzelne Börsenplätze, hier ganz grob Forex, ETF und Indizes, also ein Sammelsorium an Werken. Wir gehen mal auf Forex, da ist es ein bisschen dürftig zurzeit. In der Regel haben wir hier Setups zwischen 30 und 50. Auch viele exotische Pairs, muss man ganz klar sagen. Aber was hier interessant ist, der TradeMiner geht kaum unter 18 Jahre, oder 15 Jahre ist, glaube ich, das Limit hier. Und da seht ihr auch eine ähnliche Aufbereitung, allerdings webbasierend, jetzt nicht so wie beim TradeMiner, aber hier die Aufbereitung dessen, dass der euch ausspuckt, von welchem Zeitraum bis welchem Zeitpunkt, wie viele Handelstage es hier zum Beispiel ein Setup gab. US-Dollar, mexikanischer Pesos. Hier zum Beispiel mit einem Report schön visualisierbar. Während der letzten 21 Jahre gab es 18 Mal einen Treffer, 3 Mal nur einen Verlierer, ergibt eine Quote von 85%. Das Ganze kumuliert hier in einer Performance-Statistik, hier auch in den einzelnen Jahren, ergibt, wenn man weiter nach unten geht, einen entsprechenden Performance-Chart. Und das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Ja, also das kann man, wie gesagt, sich hier als Leckerbissen sozusagen immer wieder anschauen. Und dann eben, das ist immer das Zwingende, wo ich sage, so schön das saisonale Setup ist, man muss schauen, ob dieses Setup auch zum Chart passt. Und wenn wir hier zum Beispiel beim Seasonal Bull Euro dänische Krone zum Beispiel hier ein Setup haben, wo zuletzt ein Verlierer war, auch wenn nur marginal, obwohl die Performance Chart und die Exotik des Pairs dagegen sprechen, hat man nach einem Verlustjahr immer eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, nochmal einen Treffer zu finden, weil zwei Verlustjahre in Folge, ihr habt es vorhin beim TradeMiner gesehen, gibt es, aber ist eher die Ausnahme. Ja, also wenn man da was hat in der Richtung, das wird dann hier zum Beispiel mit so einem Ausrufezeichen versehen, könnte interessant sein, um hier kurzfristig da reinzugehen. Das Gleiche im Sinne vom Aktienmarkt hier sehr veranschaulichend oder auch Indizes. Ja, da ist auch der DAX häufig vertreten, der MDAX oder auch der Nasdaq 100, kann man wie gesagt hier sich durchrouten. Ihr seht aber auch, dass exotische Index oder Indizes hier sich die Klinke in die Hand geben von Tag zu Tag. Da muss man schon ein bisschen suchen, dass man was Deutsches findet. E-Box, Euro, was auch immer das jetzt für ein Index ist, muss ich ehrlich gesagt passen. Aber hier MDAX, das sagt jedem was. Zweiter, dritter, hoppala, da wird es interessant im März bis Anfang April. Was haben wir hier? 23 Jahre Trefferquote von 76%, dass der Index bullisch sich entwickelt. In der Masse, ihr seht das bei den Indizes, geht es hier nur nach oben. Wir haben hier zwei Ausnahmen, Sensex und den US Dow Jones Global Titans. Da geht es mal kurzfristig, das sind die Tage hier, nach unten, aber in der Masse der Regel haben wir es hier mit dynamischen Kennzahlen zu tun. Also der Long Bias bei Aktien, bei Indizes ist natürlich ganz klar gegeben. Also dass man hier sozusagen die Vorreiterrolle auf der bullischen Seite sieht. Warum? Weil wir natürlich hier mit einem globalen Wachstum zu tun haben, mit einer größer werdenden inflationsbedingten Zahlenentwicklung. Die Population steigt, das Wirtschaftswachstum steigt. Die Frage des Kapitalismus ist ja, kann das alles ewig steigen? Ja, da gibt es ja auch viele philosophische Diskurse zu. Grundsätzlich werden eben auch neue Dinge erschaffen, an die wir heute noch gar nicht denken. Ja, wer hätte sich vor 20 Jahren vorstellen können, ja, dass es hier zum Beispiel eben die Virtual Reality in der Art schon gibt, wie sie sich heute gibt. Das war damals Science Fiction, heute ist es schon real und es gibt eben viele Sachen, die sich in der Richtung auch noch weiterentwickeln werden und sozusagen indirekt neues Wachstum generiert wird und der Mensch ja eh selber zur Entwicklung geboren ist. Ja? Also wir sind ja auch nicht dazu da, um immer wieder an der Tretmühle zu arbeiten, sondern um uns weiterzuentwickeln. Das hat ja auch dazu geführt, dass man irgendwann mal auf die Idee kam, ja, Wiederholungsmuster im Sinne des Terminmarktes für sich zu nutzen, im Sinne der Saisonalitäten. Das wiederum umgemünzt, warum nur bei Saisonalitäten, klappt doch auch im Währungsmarkt oder im Indexbereich, beziehungsweise vielmehr noch bei einzelnen Aktien. Da schließt sich mehr und mehr der Kreis. Grundsätzlich kann man aber hier, wie gesagt, seine Signale auswählen, seine Signale sich anzeigen lassen und eben auch hier
auch auf den heutigen Tag bezogen in der Früh sich dann sozusagen interessante Pattern für den Tag sozusagen aufzeigen lassen. Und da geht es, wie gesagt, aufgrund dessen, dass wir hier nicht nur Forex, Rohstoffe und Stocks haben, amerikanische Stocks only, hier eben wirklich zu einer riesigen Liste. Ich muss ganz ehrlich sagen, also was ich mir hier kaum anschaue, das sind die asiatischen Dinger. Mein Fokus ist ja schon Deutschland, Amerika, gerade weil, und das muss nochmal gesagt werden, die amerikanischen Aktien saisonal betrachtet den besten Bias aufweisen. Warum? Weil die Historie die längere ist und auch, weil wir da ein größeres Datenmaterial haben und einfach eine viel größere Geschichte. Und deswegen die Seasonal Patterns mit Vorrang, mit Vorliebe an den US-Aktienmärkten hier umzusetzen. Also das mal am Rande. Kalle, im Übrigen, danke für den Input. Sehe ich ähnlich. Gerade für Einsteiger ist das sicherlich eine gute Kombination, wenn man dieses Seasonal Tool sozusagen nochmal adaptiert, nochmal gescannt von einem, was Analysten nennen, was Trader, der eben einfach hier nochmal sein Auge drüber laufen lässt und sagt, okay, das passt jetzt nochmal besser ins Bild oder nicht, oder haben wir nochmal ein Ausbruchsetup oder nochmal dazu irgendeine Indikation, ja, dann ist das sicherlich immer eine ganz, ganz runde Geschichte. Aber heute zum Beispiel, 10.2., die Dürr AG, klicken wir mal direkt rein. So, müssen wir uns hier raussuchen. Wo ist sie hin? Murphy's Law. Warum ist die Tür jetzt nicht da? Was war das für ein Datum? Nochmal zurück. Das war heute, 10.2. Warum taucht die da nicht auf? Ja, auch hier gibt es zum Beispiel dann einen kleinen Bug wahrscheinlich. DAX Cetra 0 Setups. Das ist jetzt gar nicht gerade zu sehen. Das wundert mich jetzt. Mal auf Deutschland. Für heute. Ja, das sind wir genau da, wo wir gerade eben schon waren. Und da ist die Tür jetzt hier gar nicht dabei. Wir haben auch die Trägerwerk. Ja, schauen wir uns die mal an. Ja, haben wir hier einen Report. Letzten 29 Jahre. Mit einer Trefferquote von 75%. Das ist mal interessant. Wir haben ja auch 7 Verliererjahre. Das kommen wir mal runden. Ups. Eieieiei. Da sieht man, dass das ist schon, man nennt es unter den Charttechnikern eine Fahnenstangenformation. The sky is the limit. Ja, das Ding kann sich hier jetzt sozusagen exponentiell weiter nach oben schrauben, bis wir hier irgendwann einen klaren 90-Grad-Winkel haben. Der Witz ist einfach, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Und die Aktie hat natürlich enorm während der letzten Jahre auch hier zugelegt. Wann hat sie das letzte Verlustjahr gehabt? Das muss man an der Stelle eigentlich erstmal scannen. 7 Verlustjahre waren es. Nochmal so. Da. Im Jahr 2011 gab es einen kleinen Verlust, einen kleinen marginalen Verlust. Und davor im Jahr 2009. Aber seither nicht mehr. Ja, wups, wups, mal weniger, mal viel. Also der Gewinn, wie gesagt, ist immer relativ. Man muss sich das hier auch entsprechend anschauen. Was ist der Ausblick, was erwartet wird? 3%. Der Worst-Case-Stop liegt bei 6. Das entspricht jetzt nicht dem CRV von 2 zu 1. Das empfehle ich auch immer, sich am Chart abzuleiten, den Stop und da auch ein Stück weit zu tangieren. Aber der technische Ausblick verspricht hier zum Beispiel mal 3,1%. Sieht ganz interessant aus und sollte man sich, wie gesagt, auch durchaus mal näher im Chart anschauen. Es gibt, wie gesagt, viele Möglichkeiten, viele Setups und die Frage, die ja, wie gesagt, stand, ob das für euch von Interesse wäre, wurde hier eigentlich zu 99,9% mit Ja beantwortet. Insofern danke für das Feedback. Nehme ich definitiv mal mit. Würde euch sicherlich interessieren, wenn ihr GFD-Kunden seid, dann würdet ihr das oder werdet ihr das eh mitbekommen, wenn wir in der Richtung was launchen und ihr werdet auch mitbekommen, was wir dieses Jahr noch weiter launchen. Also seid es in unserem Newsletter, beziehungsweise wenn ihr eh Kunden bei uns seid, was ich hoffen will, dann werdet ihr eh informiert, was wir da noch machen werden. Nächste Woche an dieser Stelle übrigens haben wir den Live-Trading-Event mit Dirk Hilger, der mit seinem Stayroll Trader hier ein Intraday-Add-on-Tool geschaffen hat, um sozusagen eine Art Pullback-Order, das mal als kleines Schmankerl mal eingeworfen, automatisiert zu kreieren. Das wird am Donnerstag stattfinden, 16. Februar. Merkt euch das schon mal vor. Da haben wir wieder ein Live-Trading-Event, wird sicherlich eine ganz tolle Geschichte. Ansonsten wären wir eigentlich heute schon durch mit dem Seasonal Pattern, mit den Seasonal statistischen Tools. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in das Universum der Seasonals widmen, zukommen lassen. Und hoffe auch, dass ihr den einen oder anderen Nutzen daraus rauszieht und uns vor allen Dingen treu bleibt, JFD treu bleibt, weil wie gesagt, wir werden uns weiterentwickeln. Und gerade mit der Multi-Asset-Geschichte und dem US-Aktienhandel zum Beispiel haben wir hier sicherlich einen interessanten Zugang, um auch unseren Kunden da immer wieder was Schönes darbieten zu können. Wird sicherlich ein Highlight, lasst euch überraschen. Vielleicht wird auch jeder JFD-Kunde hier eine E-Mail täglich bekommen mit einem schönen Seasonal Pattern. Wäre ja auch eine ganz interessante Sache. Oder aber wir machen so eine Art Börsenletter mit einer ganzen Woche als Ausblick.
für Aktien, Futures und Forex natürlich. Sicherlich interessant. Insofern, meine lieben Zuschauer, danke ich für das reichhaltige Einschalten, für eure reichhaltige Teilnahme. Ich finde es auf jeden Fall prima, bedanke mich. Und wenn ihr auf positives Feedback an den Kundenservice geben wollt, feel free. Zuletzt beim Jens, wie gesagt, hatten wir ja auch das Risiko Money Management. Da gab es ein bisschen zwiespältige Kommentare. Der eine fand es gut, der andere fand es weniger gut. Viele stehen halt auf hohen Hebel, andere wieder nicht. Das ist immer, wie gesagt, so eine eigene Kreation. Aber dass euch das Seasonal Trading gefallen hat, glaube ich, ist mir ganz, ganz wohl in Mutes. Deswegen war es mir auch ein Anliegen, euch das näher zu bringen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Wünsche euch jetzt einen schönen Freitagsausklang. Kommt gut ins Wochenende. Wenn ihr mögt, hören wir uns spätestens Montag wieder zum JFT Devisenradar. Immer 9.30 Uhr und alles Weitere dann natürlich wie immer per E-Mail, Livestream, Chat oder whatever. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Auf bald, euer Chris Kämmerer und tschüss.